Es ist Dienstagabend, 9 Uhr. Ich sitze im Halbdunkel vor meinem Laptop und starre auf den leeren Bildschirm. Die Angst lähmt meinen Verstand. Auf einmal höre ich, wie sich langsam die Tür hinter mir öffnet. Schon nehme ich leise, schlurfende Schritte auf dem Teppich wahr. Ich weiß, was sich da an mich heranschleicht, ist kein menschliches Wesen. Na, hast du immer noch nicht weitergeschrieben, Schwesterherz? Meine Güte, Savra, hast du mich erschreckt? Das ist das schlechte Gewissen, weil du an dem Buch arbeitest. Oder es zumindest versuchst. Aber die Vorhänge sind zugezogen, die Alarmanlage ist scharf gestellt. Ich frag mich, wie dieser Irre uns kontrollieren will. In unserem Haus sind wir sicher. Wir sind gefangen in unserem Haus, Savra. Ich halte das nicht mehr aus. Der Typ droht uns in diesem Brief. Wagt es nicht, das neue Buch zu veröffentlichen, ihr elenden Verräter. Solltet ihr es doch tun, werdet ihr es bereuen. Ich beobachte euch. Keine Polizei. Meine Güte, in einem Monat ist der Abgabetermin für das Buch. Tja, und wenn wir die Deadline platzen lassen, hat der Erpresser sein Ziel erreicht. Lissy, wir dürfen nicht nachgeben. Wir werden das Buch rausbringen. Es fehlt doch nicht mehr viel. Und irgendwie passt die Situation unserer Heldin ja ganz gut zu unserer jetzigen Lage. Trotzdem macht mich das nicht besonders kreativ, Savra. Lass uns für heute Schluss machen und ins Bett gehen. Ja. Wo denkst du hin? Wer will nur verhindern, dass die Ruhestadt-Verschwörung veröffentlicht wird? Aber das ist ein Roman. Wir haben uns die Sache mit den Echsenmenschen doch bloß ausgedacht, Lissy. Schon, aber ich muss die ganze Zeit an unser Überwachungsvideo denken. Du meinst den durchgeknallten Typen, der verkleidet durch unseren Garten gelaufen ist? Der steckt bestimmt hinter diesem Briefterror. Ich meine, sowas macht doch kein normaler Mensch. Hörst du dieses Klopfen? Ist das der Irre? Aber er kommt doch nicht ins Haus. Die Alarmanlage ist aktiviert. Bist du sicher? Seltsame Geräusche. Wir sehen nach. Ich habe meine Gymnastikkeule zur Hand. Vielleicht kommen wir so ja mit unserem neuen Brieffreund ins Gespräch. Ich weiß nicht, Savra. Wir sollten uns lieber einschließen. Nein, ich lass mir diesen Terror nicht gefallen. Du kannst ja hierbleiben und dir die Decke übers Gesicht ziehen. Ich lass dich nicht allein gehen. Oh Mann, mir war dieses Haus von Anfang an zu groß. Da, die Alarmanlage ist an. Also kann keiner im Haus sein. Stimmt. Verdammt, da ist es wieder. Kommt das aus dem Wohnzimmer? Aber da war doch nichts. Es scheint in den Wänden zu sein. Aber die sind doch massiv. Ich glaube, das geht nicht mit rechten Dingen zu. Ruhestadt. Lärmende Nachbarskinder stürzen den eigenbrötlerischen Groschenromanautor Rudd Rubenstein in eine Schaffenskrise. Deshalb zieht er in ein kleines, altes Bürohaus auf dem Holzweg 0B. Da er jedoch den Maklervertrag nicht genau liest, hat er plötzlich einen Mitbewohner. Den lebhaften Gelegenheitsjobber Stan Lauchmann. Der eröffnet in der gemeinsamen Wohnung eine Detektei und verwickelt seinen unfreiwilligen Hausgenossen ständig in haarsträubende Abenteuer. Diese sind protokolliert in den Witzakten, die hier und jetzt geöffnet werden. Heute das Haus des Echsenmenschen. Oh Mann, Rudd! Das ist wirklich unglaublich, was die Schleichschwestern in diesem Buch enthüllen. Hier, unter Ruhestadt, gibt es einen weltweit bekannten Reptiloiden-Stützpunkt. Reptilo was? Na, die außerirdischen Echsenmenschen. Sie haben direkt unter unseren Füßen eine interplanetare Kontaktbasis errichtet. Stell dir das mal vor, Rudd. Ja, ja.
Ich will jetzt einfach nur hier auf der Couch liegen und die Abendzeitung lesen. Du glaubst wohl nicht, was in diesem Buch steht? Doch, natürlich. In einer alten Bergbaumetropole, die durch tausendjährigen Kohle- und Erzabbau vollständig unterhöhlt worden ist, gibt es immer noch unentdeckte Geheimgänge einer außerirdischen Echsenmenschen-Zivilisation. Aber diese Geheimgänge liegen doch viel tiefer, als der Bergbau jemals vorgedrungen ist. Und vielleicht nutzen sie auch die stillgelegten Gruben. Ja, du lachst, wie die meisten Leute. Und genau das wollen die Reptiloiden. Dass die Menschen nicht an sie glauben, weil sie uns so besser manipulieren können. Aber den Schwestern ist es gelungen, den Gedankenfunk dieser Kreaturen anzuzapfen. Und deshalb wollen sie uns mit diesem Buch warnen. Ach so. Die Reptiloiden sind gefährlich, Rat. Sie können das Aussehen von ganz normalen Menschen annehmen. Ich würde die Schleischschwestern zu gerne mal kennenlernen. Du kannst ja bei ihnen klingeln. Sie wohnen doch hier irgendwo um die Ecke. Aber als Autogrammadresse ist nur ihr Postfach angegeben. Die haben eine eigene Autogrammadresse? Ja, so ist das halt bei berühmten Autoren, Rat. Also bitte, was die schreiben, lesen doch nur Lokalpatrioten aus Ruhestadt. Oder irgendwelche esoterischen Spinner. Die Welt unter der Welt. Doku-Roman. Das ist ja nicht mal eine richtige Gattung. Ich frage mich, welcher Verlag so einen Irrsinn überhaupt veröffentlicht. Also, hier steht Debiles Verlag. Was? War das nicht auch deiner, Rat? Ich meine, dann hat das Werk der beiden Schwestern sicher einen gewissen Anspruch. Werden hinten in dem Buch auch meine neuesten literarischen Schöpfungen erwähnt? Der Mann, der die Wand umarmte? Fehlanzeige. Aber bestimmt mein Roman mit dem besonderen Anspruch. Die Motten des Kunstlosen. Nö. Hey, hier steht, dass die Schwestern bald ein neues Buch rausbringen. Die Ruhestadt-Verschwörung. Oh, das muss ich haben. Nee. Ich gehe schon. Erwartest du noch Besuch? Wer interessiert sich schon für mich? Hallo, einen schönen Abend. Es tut mir wahnsinnig leid, Sie so spät zu stören, aber ich musste einfach noch heute zu Ihnen kommen. Sie sind meine letzte Rettung. Wenn Sie mich von der Tür abweisen, dann habe ich dafür vollstes Verständnis, aber Sie würden mich direkt in mein Verderben stürzen. Ja, das können wir natürlich nicht verantworten. Nehmen Sie doch bitte Platz. Danke. Hi. Guten Abend. Ich hoffe, ich störe Sie nicht. Nein, nein. Ich empfange gerne mal Gäste im Schlafanzug. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, bleibe ich hier auf der Couch liegen. Wo drückt denn der Schuh? Wie? Ja. Lollo, mein Name. Immer Lollo. Ich bin beim Immobilienmakler Kowalski und Co. als Sekretär beschäftigt. Sie kennen unser Geschäft vielleicht? Oh ja. Oh nein. Wie mein? Ihr netter Chef hat uns beiden dieses Bürohaus hier vermittelt. Er hat sozusagen den Grundstein für unsere Detektei gelegt. Das ist ja interessant. Und jetzt haben Sie Probleme mit Ihrem Chef? In gewisser Weise, ja. Wissen Sie, im Maklerbüro, da spukt es. Seit circa 3 Wochen. Aber der Chef will es nicht wahrhaben. Es begann damit, dass eines Morgens sämtliche Möbel verrückt waren. Also verschoben, nicht verrückt. Sie verstehen. Und weiter? Danach flogen Dinge durch das Büro. Ein Tacker, ein Locher, Arns Lieblingstasse. Einmal hätte mich fast eine Kaffeekanne getroffen. Bilder drehten sich an der Wand. Meine Computertastatur lag nicht mehr im 90-Grad-Winkel zur Schreibtischkante. Wie schrecklich. Es verschwanden auch Büroutensilien, mein Lieblingsfüllfederhalter. Und es bumste in der Wand. Aber das war noch nicht alles. Nicht? Einmal war da diese Stimme. Sie kam direkt aus der Toilette. Sie gurgelte, das kriegt dich. Und Sie können ausschließen, dass dieser Arndt, Ihr Kollege, Ihnen einen Streich gespielt hat? Ja, aber sicher. Das Ganze hat ihn noch viel mehr mitgenommen als mich. Er hat wegen des Spuks vor 2 Wochen gekündigt. Tja, nun scheint es ihm aber recht gut zu gehen. Ich habe ihn vor ein paar Tagen in der Stadt gesehen. Ich wollte gerade auf ihn zugehen. Da wechselte er schnell die Straßenseite und stieg in ein rotes Fahrzeug ein. Einen Sportwagen. Der gehörte bestimmt dieser Blondine, die darin saß. Sie haben heftig miteinander diskutiert. Naja, der Spuk im Büro geht jedenfalls auch ohne Arndt weiter.
Okay. Und wie gesagt, der Chef will von der ganzen Sache nichts wissen, aber er hat sich auf seltsame Weise verändert. Er sitzt nur noch in seinem Büro. Sein Raum ist immer abgedunkelt und manchmal spricht er zu sich selbst mit einer dunklen und leisen Stimme. Das ist regelrecht unheimlich. Und das sind auch keine Telefonate, das würde ich ja erkennen. Es ist ganz offensichtlich, dass etwas mit ihm nicht stimmt. Und ich weiß nicht, ob der Spuk damit zu tun hat. Und deshalb komme ich ja zu Ihnen. Sie müssen mir helfen, Licht in diese Angelegenheit zu bringen. Wir müssen das Büro und den Chef persönlich in Augenschein nehmen. Und deshalb statten wir Ihnen morgen einen Besuch als Immobilieninteressenten ab. Es wäre gut, wenn wir den Polterspuk selbst erleben könnten. Ja, das wäre mir nur lieb, aber der Spuk ist sehr eigenwillig. Ich kann nicht dafür garantieren, dass er auftaucht, wenn Sie auf ihn warten. Deswegen werden wir ihm ein paar Fallen stellen. Sie arbeiten doch sicher an einem Computer. Natürlich. Hat der ein Auge? Ich meine, eine Kamera? Ja, selbstverständlich. Sehr gut. Stan, die Software. Bitte? Der Spionagestick, Mensch. Den müsste ich kurz vorbereiten. Da sind noch Spiele drauf. Dann bringen wir Ihnen den Stick morgen mit. Lollo. So, da wären wir wieder. Beim Makler unseres missbrauchten Vertrauens. Kowalsk und Co. Was ist das denn für ein Scheißwort? Ach, das I fehlt immer noch. Dieses Schild hätte mich damals gleich skeptisch machen müssen. Naja, eigentlich die ganze Straße. Und nur eine Straße weiter stehen diese Prachtvillen. Kaum zu glauben. Jetzt tu doch nicht so grimmig. Ohne Kowalski hätten wir uns wahrscheinlich nie kennengelernt, Rudd. Hast du dir das schon mal klar gemacht? Stimmt. Da haben wir ja richtig Glück gehabt. Hier hat sich auch nichts verändert. Immer noch ein großer leerer Raum mit gammeligen Stellwänden. Hey, wir suchen doch eine Immobilie. Bevor wir ins Büro raufgehen, schauen wir uns hier unten erstmal die Plakate an. Was genau suchen wir denn überhaupt? Ein Haus mit Keller, damit du deine eigenen vier Wände hast. Wir wollen uns doch verbessern. Hallo, meine Herren. Wollen Sie nicht heraufkommen? Der Fahrstuhl ist leider außer Betrieb. So, da sind wir auf der Chefetage. Auf diesem Rechner hier können wir die Software installieren. Danke. Haben Sie denn schon ein bestimmtes Objekt ins Auge gefasst, meine Herren? Es wäre uns lieb, wenn wir mit dem Chef persönlich sprechen könnten. Ja, wir haben so gute Erfahrungen mit ihm gemacht, wissen Sie? Sicher. Ich werde einmal bei ihm nachfragen. Chef? Ein Moment noch. Chef, da sind zwei Kunden, die unbedingt von Ihnen persönlich beraten werden wollen. So. Zwei Kunden. Morgen. Guten Tag. Habe ich euch nicht schon mal gesehen? Wir hatten vor geraumer Zeit das Vergnügen, von Ihnen ein Häuschen auf dem Holzweg vermittelt zu bekommen. Ach, ihr wart das Pärchen auf dem Holzweg. Naja, eigentlich waren wir kein Pärchen, sondern wir... Wir suchen ein größeres Haus. Wir haben im Lotto gewonnen. Habt ihr unten schon geschaut? Also, diese Angebote, die haben uns nicht so zugesagt. Andere habe ich im Moment nicht. Dann müsst ihr es nächsten Monat nochmal versuchen. Jetzt muss ich wieder an die Arbeit. Schönen Tag noch, Jungs. Was war das denn? Verstehen Sie jetzt, was ich meine? So einfach hätte er sich früher ein paar naive Kunden mit dicken Geldbeuteln nie durch die Lappen gehen lassen. So, dann klebe ich die Wanze einfach hier an die Topfblume vor seinem Kabuff. Ja, vielleicht bringt's ja was. Kommen Sie mit der Software klar? Ja. Ich gehe sofort an die Arbeit. Noch eine Frage. Trinkt dieser Kowalski seinen Kaffee eigentlich mit Milch? Was soll die Frage denn? Nein, das hat er noch nie getan. Warum?
Och, nichts, nichts. So, dann geh noch mal schnell auf die Toilette, Stan. Ich muss aber nicht. Denk an die zweite Wanze. Och nö, muss das wirklich sein? Die Klostimme. Na gut. Sag mal, Ratz, hat uns das jetzt irgendwas gebracht? Naja, immerhin die Bestätigung, dass mit diesem Kowalski irgendwas nicht stimmt. Und was die Büroüberwachung per Monitor und Lauschkerfe bringt, werden wir ja sehen. Was sollte eigentlich die Frage mit der Milch sein? Na, das ist Teil meiner Ermittlungen. Ich sage nur, diese ausweichende und emotionslose Art, der Rückzug in den Schatten bei hellem Sonnenlicht, die rauen, schuppigen Hände, hast du mal darauf geachtet? Dann der Verzicht auf Milch. Lassen dich diese Veränderung seines Wesens denn nicht aufhorchen, Rudd? Ich bitte dich, Stan. Du willst mir doch wohl nicht erzählen, der alte Kowalski könnte zu einem deiner Echsenmenschen mutiert sein. Nein, natürlich nicht. Aber irgendein Echsenmann könnte sich in diesen Kowalski verwandelt haben. Vielleicht hat er auch nur von seinem Geistbesitz ergriffen, sich in seinem Körper eingenistet. Weißt du? Ja, das könnte sein. Die Reptiloiden ernähren sich nämlich von den negativen Emotionen eines Menschen. Und dieser Kowalski war doch immer so ein alter Polterkopf. Spuken diese körperlosen Echsenmenschen vielleicht auch als Poltergeister durch Maklerbüros? Ha, dann hätten wir diesen Fall ja gelöst. Nein, sie sind doch keine Gespenster, Rudd. Aber aufmerksame Beobachter erkennen die Zeichen, die auf eine reptiloide Besessenheit hindeuten. Verstehe. Es gibt aber auch weitaus mehr liegende Gründe, weshalb sich Menschen abrupt verändern können, Stan. Also schön, wir werden ja sehen. Aber die Toilette hörst du ab. Lollo hat die Software erfolgreich installiert. Man kann das Büro wirklich gut von seinem PC aus überblicken. Tja, wenn Lollo nicht nur immer im Weg säße. Und dann noch in Großaufnahme. Da guckt man immer direkt auf seine dicke Stirnwarze. Was macht er denn jetzt? Holt er etwa sein Schminkzeug raus? Er geht auf die Toilette. Hoffentlich bleibt er da für ein paar Stunden. Ich bin dann auch mal für ein paar Stunden weg. Vielleicht bist du ja dann mit deinen... Da ist was. Auf Lauschkerf 2. Was? Na, die Wanze an der Topfblume. Boah, guck dir diese Schallkurven an. Das Geräusch kommt aus dem Büro. So ein starkes Signal bei geschlossener Tür? Ich stell auf laut. Er schläft. Na, warte. Er spricht im Schlaf. Wo ist es? Dieses Biest, na, ist das eng, bald bin ich da. Oh, er hat von einem Biest geträumt, Rudd. Oh Mann, natürlich, der Echsenmensch. Das war vielleicht nur seine Ex-Frau, die ihn in seinen Träumen heimsucht. Ja, Detektivbüro Lauchmann und Rubenstein, was können wir für Sie tun? Moment, warten Sie bitte kurz. Ich bin für Ihren Fall nicht der richtige Ansprechpartner. Ich verbinde Sie weiter und stelle auf laut. Das ist für dich, Stan. Herzlichen Glückwunsch. Für mich? Hallo? Ja, hier auch hallo. Bin ich jetzt richtig verbunden? Hier ist es, der Dan Lauchmann. Wer ist denn da? Mein Name ist Lissy Schleich. Meine Schwester und ich haben ein Problem. Lissy Schleich? Nicht Lilly, nur Lissy. Lissy Schleich. Meine Schwester heißt Savra. Wir wohnen nicht weit von ihrer Detektei entfernt und haben viel Gutes über sie gehört. Wir benötigen ihre Dienste. Wirklich? Wunderprächtig. Gerne. Ich möchte am Telefon nicht ins Detail gehen. Wie wäre es mit einem Treffen heute Abend um 6? Aber immer wunderprächtig. Unsere Adresse ist auf dem PÜT 323. Aha, sehr gut, sehr gut. Also dann bis heute Abend. Bringen Sie etwas Appetit mit.
Oh, ja, wunderprächtig. Bis heute Abend, Lissy. Na, hast du dir die Adresse gemerkt? Welche Adresse? Das war Lissy Schleichrad. Lissy Schleich persönlich hat mich angerufen und zum Abendessen eingeladen. Das gibt's doch nicht. Ja, wunderprächtig. Ich bin mit meinen zwei Lieblingsautorinnen zum Essen verabredet. Aber wo wohnen die denn eigentlich? Auf dem Püt 323. Doch ich fürchte, du musst die Damen allein besuchen, Stan. Na klar. Ich meine, wie, du kommst nicht mit? Ich muss noch diverse Dinge erledigen, das Büro beobachten, die Aufnahmen abhören und so weiter. Natürlich. Kein Problem, Rudd. Heute Abend zur Beschattung dieses Kowalski bin ich bestimmt wieder da. Guten Abend. Sie sind ja überpünktlich. So bin ich. Zu jeder Zeit bereit. Darf ich Ihnen dieses Sträußchen überreichen, Lissy? Ich bin Safra. Wir haben wohl miteinander telefoniert. Ich bin Lissy. Sehr angenehm. Stan. Nein, was für hübsche Trompeten-Narzissen. Das sind ja meine Lieblingsblumen. Ich stelle sie gleich in eine Vase. Kommen Sie doch herein. Haben Sie Ihren Kollegen gar nicht mitgebracht? Nein, der hatte andere Verpflichtungen. Aber ich habe mich einfach frei gemacht für Sie. Ich meine, frei, also... Das ist sehr nett von Ihnen. Darf ich Ihnen beim Ausziehen helfen? Was? Ach so, die Jacke. Ja, natürlich. Ein schönes Haus haben Sie. Danke, wir wohnen hier seit ein paar Monaten. Und dieser sportliche Flitzer in der Einfahrt gehört Ihnen auch? Das ist unser kleines Freizeitvergnügen. Setzen Sie sich ruhig schon mal an den Tisch. Ich bringe das Essen. Sie müssen wissen, ich bin Ihr größter Fan. Ich habe Ihr Buch vor einer Woche gekauft und schon dreimal das erste Kapitel gelesen. Nein. Doch, ist wahr. Sie haben einen sehr fesselnden Schreibstil. Und Sie sehen wirklich noch viel bezaubernder aus als auf dem Buchumschlag. So, hier kommt die Suppe. Stell dir vor, Lissy, Stan hat unser Buch gelesen. Ach. Und ich brenne schon darauf, Ihr nächstes Werk zu lesen. Die Ruhrstadtverschwörung. Ich schlage vor, wir essen jetzt erst einmal. Chef, bis morgen. Jetzt verschwindet wenigstens dieser Lollo aus dem Bild. Das war jetzt der erste Arbeitstag und keine Spur von irgendeiner Spukerei. Vielleicht tickt dieser Sekretär doch nicht richtig. Naja, gut, dass ich die Observationszeit nutzen konnte, um an meinem Roman weiterzuarbeiten. Ich frage mich nur, wie sich dieser Kiemenmann in die Handlung schleichen konnte. Naja. Hey, da tut sich was auf dem Bildschirm. Kowalski kommt aus seinem Loch und sieht sich um. Jetzt kommt er langsam auf die Kamera zu und schließt den Laptop. Oh Mann, das war's mit der Überwachung. Er hat Lollos PC einfach zugeklappt. Oh, Herr Lollo? Guten Abend. Ich hoffe, ich störe nicht. Kommen Sie rein. Ich habe bis vor kurzem Ihr Büro beobachtet. Ich bin direkt von der Arbeit hierher gekommen, weil mich meine Neugier fast umbringt. Haben Sie schon etwas Verdächtiges aufgenommen? Ist der Chef aus seinem Kabuff gekommen? Yep. Und er hat uns ein kleines Problem verursacht. Was hat er angestellt? Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Er hat den Laptop zugeklappt. Oh, nein! Oh, ich fahre sofort ins Büro und klappe den Laptop wieder auf. Bis später! Na schön.
Du meine Güte. Jetzt kriege ich aber wirklich keinen Bissen mehr runter. Sie haben mich ganz schön gemästet, Lissy. Ich fürchte, so schnell werden Sie mich heute Abend nicht mehr aus dem Haus bekommen. Oder Sie zwei müssten mich gemeinsam zur Tür rollen. Das freut uns sehr. Ehrlich gesagt wären wir sogar sehr dankbar, wenn Sie noch länger bei uns bleiben würden. Wirklich? Gibt's dann noch eine Mitternachtsmahlzeit? Was meine Schwester sagen wollte, ist, wir sind froh, eine männliche Person im Haus zu haben, jetzt, wo die Dämmerung anbricht. Wir fühlen uns in unseren eigenen vier Wänden nicht mehr sicher. Bedroht sie etwa jemand? Ein Stalker? Ein psychopathischer Fan? Naja, so ähnlich, Stan. Die Sache ist nicht ganz einfach. Was meinen Sie damit? Wir haben eine gute Alarmanlage. Jeder Quadratmeter auf unserem Grundstück ist videoüberwacht. So wird rund um die Uhr aufgezeichnet, wer oder was das Gelände betritt. Sie glauben ja nicht, wie viele wilde Tiere sich nachts in den Gärten von Ruhestadt herumtreiben. Füchse, Rehe, Wildschweine, die haben am Anfang oft den Alarm ausgelöst. Das war ziemlich lästig und deshalb haben wir das ganze Grundstück so einzäunen lassen, dass kein größeres Tier mehr in den Garten kommt. Aber vor 2 Wochen haben die Kameras dann doch wieder einen Eindringling aufgenommen. Und was war das für ein Eindringling? Ein kletternder Hirsch? Sie können sich die Aufnahme gern ansehen. Stell mal den Videorekorder an, Savra. Mach ich. Oh, ein Videorekorder. Das ist Ihr Garten? Genau. Passen Sie auf, gleich kommt es ins Bild. Was denn? Du meine Güte! Da läuft was über die Wiese. Das ist kein Tier. Das ist ein Echsenmann. Und schon läuft er wieder aus dem Bild, weil der Alarm losging und wir nachsahen. Wir konnten gerade noch sehen, wie er über den Zaun kletterte. Wie ein Salamander. Das ist ja fantastisch. Wieso das denn? Na, ich meine, Sie haben hier einen Videobeweis für einen Reptiloiden. Ein guter Witz. Videos wie dieses gibt es zu Dutzenden im Internet. Das ist doch nichts als ein Fake. Was? Natürlich ist es ein Mensch in einem Kostüm, der sich einen Spaß daraus macht, als Echsenmensch durch unseren Garten zu laufen. Es ist ja nicht unbekannt, dass wir mit unserem ersten Buch über die Reptiloiden einen Riesenerfolg hatten. Und irgendein Spaßvogel wollte uns mit diesem Streich aufziehen. Das dachten wir jedenfalls zuerst, wie jeder vernünftige Mensch. Klar. Moment. Wieso zuerst? Mittlerweile haben wir den Verdacht, dass doch etwas anderes hinter der Sache steckt. Ach ja? Und was? Jemand will uns einschüchtern. Vor 2 Tagen haben wir diesen anonymen Brief hier erhalten. Wir sollen auf keinen Fall unser neues Buch veröffentlichen. Du meine Güte. Die Wörter sind aus einer Zeitung ausgeschnitten. Ein Erpresserschreiben wie in den guten alten Zeiten. Der Ablieferungstermin für den neuen Roman ist in einem knappen Monat und dem Buch fehlt noch das Schlusskapitel. Aber dieser anonyme Brief hat uns beide in eine Schreibblockade befördert. Haben Sie denn einen Verdacht, wer Sie bedrohen könnte? Es muss doch jemand sein, der ein Interesse daran hat, dass Sie die Ruhestadtverschwörung nicht aufdecken. Aber diese Verschwörung ist doch rein fiktiv, Stan. Wir haben uns die ganze Sache nur ausgedacht. Die handelnden Personen und die Story sind frei erfunden. Wir treten niemandem auf die Füße. Und dann ist da noch die Sache mit Lissys Pussy. Pussy? Seit gestern ist meine Katze verschwunden. Eine asiatische Goldkatze. Ein edles Tier. Sie ist handsam und sehr wertvoll. Aber nur für dich. Sie ist immer frei im Garten herumgelaufen. Sie passte nicht durch den Zaun. Und wer sie gesehen hat, der hätte sich wahrscheinlich schon wegen ihr nicht aufs Grundstück getraut. Sie hat nämlich die Größe eines Pumas. Oh. Und eines Abends verschwand sie einfach aus dem Garten. Haben die Kameras denn keine Aufnahmen gemacht? Wenn sie im Garten ist, sind die Kameras immer ausgeschaltet, da sie ja mit der Alarmanlage gekoppelt sind. Und die schalten wir natürlich nur ein, wenn niemand von uns draußen ist. Ich bin mir sicher, dass der Erpresser etwas mit Pussys Verschwinden zu tun hat. Denn dieser Typ hat sich als Reptiloid verkleidet. Und die fressen bekanntlich Katzen. Aber normalerweise würde deine Pussy jeden Fremden in Stücke reißen. Ich verstehe auch nicht, wie er das angestellt hat. Aber wenn dieser Typ meiner Katze ein Leid zufügt, werde ich ihm eigenhändig die Augen auskratzen. Sie müssen uns helfen, Stan. Ja, ich werde natürlich tun, was ich... Das ist noch nicht alles. Nicht? Das stimmt leider. Es hat vor 2 Tagen angefangen, direkt nachdem wir diesen schrecklichen Brief erhalten haben. Als es dunkel und ruhig im Haus wurde und Schwesterherz und ich in den Betten lagen, hörten wir diese seltsamen Geräusche.
So ein Schaben und Klopfen aus den Wänden. Sind die Wände vielleicht hohl? Nein, die sind alle massiv. Es wäre am besten, wenn Sie sich diese Geräusche selbst anhören könnten. Daher möchten wir Sie bitten, in unserem Haus eine Nacht mit uns zu verbringen. Na gut. Ich müsste nur meinem Kollegen kurz Bescheid geben. Dann muss Rudd diesen Kowalski eben heute selber beschatten, der alte Sack. Ihre Bereitschaft freut uns, aber wollen Sie denn nicht noch Ihr Schlafzeug und Ihre Zahnbürste holen? Ach was, ich habe Zahnpflegekaugummis und schlafe immer nackt in Unterhosen. Ein Echsenmenschen? Ja, natürlich. Also ich glaube, die zwei Frauen wollen dich in einen Werbegag für ein neues Buch einbauen. Das ist so offensichtlich, Stan. Und dann sind da noch so merkwürdige Poltergeräusche im Haus, trotz Alarmanlage. Schon wieder Polterspuk? Wie originell. Ja, es sind nur Klopfgeräusche. Aber irgendwie habe ich den Eindruck, du nimmst den Fall nicht ernst. Wie kommst du denn darauf? Also, bis morgen. Hallöchen, da bin ich wieder. So, jetzt können Sie wieder scharf blicken. Hier ist alles verlassen. Der Chef scheint nach Hause gegangen zu sein. Ich komme dann zurück zu Ihnen, ja? Oh nein, geh doch auch nach Hause. Ach, er hört mich ja nicht. Er wackelt schon in Richtung Ausgang. Ah, nein! Was ist jetzt los? Verdammt, die Kamera kann nicht um die Ecke gucken. Stille. Warum hat er denn so geschrien? Es regt sich nichts. Wenn er in 10 Minuten nicht hier auftaucht, muss ich heute wohl noch einmal ausgehen. Ich hoffe, dieses Zimmer kann Ihren Ansprüchen für heute Nacht genügen, Stan. Das Bett hat eine hochelastische, unglaublich biegsame Federkernmatratze mit besonders weicher Schaumummantelung. Tja, da kann ich ja nur gut schlafen. Hör auf zu wippen, Savra. Das kleine Bad hier steht Ihnen übrigens zur freien Verfügung, Stan. Und sollten Sie noch zum Schlafen kommen, würde ich Sie bitten, diesen Schlafanzug anzuziehen. Wir ziehen uns nun erstmal zurück. Gute Nacht einstweilen. Bis bald, Stan. Gute Nacht. Oh, das Gästezimmer lässt sich gar nicht abschließen. Oh, naja, die Schwestern haben ja die Alarmanlage eingestellt. Hier sitze ich nun in der Stadtvilla der Schleichs. Verrückt. Oh, wirklich sehr elastisch, diese Matratze. Was ist denn das? Ein langes, weißes Haar. Geht's. Bin wohl nicht der erste Gast hier. Ob Rudd schon schläft? Mal anrufen. Ja? Bist du es, Rudd? Wer denn sonst? Was gibt's denn? Oh, ich wollte nur mal hören, wie es bei dir so läuft. Ich stehe gerade vor dem Maklerbüro. Dieser Lollo ist doch zurück ins Büro gegangen, um den Laptop aufzuklappen. Danach ist irgendwas mit ihm passiert. Ich habe nur sein Schreien gehört. Du meine Güte. Und du willst da jetzt reingehen? Mir bleibt keine Wahl. Ich muss doch nachsehen, was da los ist. Aber wie willst du die Tür aufkriegen? Ich habe dein Dietrich-Set dabei. Mach mir das bloß nicht kaputt. Du hast Sorgen. Können wir dann später weiterreden? Ich muss jetzt auflegen. Wir sehen uns. Ja. Dann lege ich mich jetzt einfach mal ganz entspannt aufs Bett und denke über den Fall nach. Vielleicht sollte ich auch dieses grelle Licht ausmachen. So. Ganz schön dunkel. Egal. Also, wieso könnte Lollo geschrien haben? Ach Mensch, das ist doch der falsche Fall. Also, wer könnte die Puma-Katze entführt haben? Und warum? Na, ganz klar.
Dieses Biest aus dem Garten. Oh, hoffentlich macht Rudman Dietrichs Set nicht kaputt. Nanu! Die Türklinke wird langsam nach unten gedrückt. Nicht so laut, Stan. Ich bin's doch nur, die liebe Safra. Safra? Lissy wollte noch schreiben, da bin ich rasch über den Flur gehuscht. Warten Sie, ich komme zu Ihnen. Sie können mich übrigens gern Savi nennen. Ja, gut, Savi. Aber was wollen Sie eigentlich hier? Ich habe noch mal nachgedacht. Sie haben gesagt, es könnte sich bei dem Briefschreiber um jemanden handeln, der nicht will, dass wir die Fakten über eine reale Verschwörung aufdecken. Ja, das dachte ich. Aber Lissy meinte ja... Ach, Lissy. Mir fiel ein, dass der Briefeschreiber das Wort Verräter gebraucht hat. Und das weist darauf hin, dass Sie recht haben könnten. Dieser Typ hat Angst, dass wir der Öffentlichkeit etwas verraten. Genau. Aber was könnte das sein? Tja, die Story ist eigentlich total bekloppt, Stan. Also, zusammengefasst besteht sie darin, dass die geheime Weltregierung seit jeher vertuscht, dass Ruhestadt in Wahrheit ein riesiges Raumschiff außerirdischer Reptiloiden ist und seine Bergleute eine spezielle genetische Mischung aus Mensch und Reptil als Arbeitssklaven für den Abbau von Kohle, einem wichtigen Rohstoff für die interplanetare Raumfahrt, gezüchtet wurden, sodass die 5 Millionen Einwohner von Ruhestadt eine ganz besondere Hybridrasse sind, wie sie sonst nur in New York vorkommt. Können Sie mir folgen? Ja, sicher. Völlig logisch, das Ganze. Aber wenn der Briefeschreiber kein Echsenmensch ist, was wir ja annehmen, dann heißt das... Dass es in der Realität eine Ruhestadtverschwörung gibt und dass allein der Titel unseres neuen Buches Beteiligte an dieser Verschwörung nervös macht. Vielleicht die Oberbürgermeisterin? Wir können nur spekulieren, Stan. Und das wird uns wahrscheinlich nicht sehr weit bringen. Es bleibt uns also nichts anderes übrig, als hier zu warten, ob sich heute Nacht noch etwas tut. Sagen Sie mal, was ist denn das da für ein Amulett an Ihrem Hals? Gefällt es Ihnen? Das ist ein Bild der Göttin Nagi. Sagt mir nichts. Sie ist eine Schlangengöttin aus dem alten Indien. Sie erscheint den Leuten als verführerische, schöne Jungfrau, die Männern allein mit ihrem Blick in Fesseln schlägt. Niemand sieht ihr an, dass sie in Wahrheit die Gestalt einer Schlange besitzt. Es ist ganz schön heiß hier. Ich hoffe, es stört Sie nicht, wenn ich mir ein wenig Luft verschaffe. Sie können sich auch gern freimachen, das macht mir nichts aus. Ich helfe Ihnen. Was machst du da, Savra? Lissy? Ich dachte, du schreibst. Die Geräusche sind wieder da. Hörst du nicht? Das war ja ein Kinderspiel, die Tür zu öffnen. Man muss nur die Schlüssel ein wenig hin und her biegen. Naja. So, die Lobby ist so leer und unspektakulär wie immer. Keine Spur von Lollo. Die Straßenlaternen machen ja alles taghell. Schnell in die erste Etage. Treppen hoch. Und Sie meinen wirklich, die Geräusche kommen aus dem Keller? Wenn sie nicht aus den Wänden in der Wohnung kommen, dann müssen sie ihren Ursprung unter dem Haus haben. Die Wände leiten die Geräusche nur nach oben. Och, ich halte mich hier nicht gern auf. Dieser muffige alte Raum macht mir eine Gänsehaut. Psst. Hören Sie. Ich glaube, das Schaben und Kratzen kommt von dieser Tür da. Aber in der kleinen Kellerbesenkammer stehen doch nur ein paar alte Putzsachen. Da hockt sicher kein Echsenmensch drin. Ich öffne jetzt diese Tür. Warten Sie. Hier an der Wand ist irgendwo ein Lichtschalter. Bitte, die Glühbirne tut's noch. Das Geräusch scheint aus der Wand hinter dem Regal mit dem Putzzeug zu kommen. Natürlich, der Geheimraum. Genau. Hinter diesem Regal ist nämlich eine Klappe in der Wand versteckt. Man kann sie nicht erkennen, wenn man nicht mit ihr rechnet. Sehen Sie? Tatsächlich. Eine weiße Klapptür. Sie ist durch 2 Schieberegel gesichert. Und was ist dahinter? Es ist eigentlich kein richtiger Raum, sondern eher ein Schacht. Eine Aushöhlung des Erdbodens unter dem Fundament des Hauses von etwa 16 Quadratmetern. Wir denken, dass dort ursprünglich einmal eine Erweiterung des Kellers geplant war.
Unser Vorbesitzer hat das Loch als Müllkippe missbraucht. Was da alles für ein Zeug drin lag. Leere Flaschen, Bauschutt, Müllbeutel. Wir ließen den Abfall von ein paar abgehärteten Arbeitern entsorgen und haben die Kammer danach nie wieder geöffnet. Und was unter der Müllhalde war, also in der Erde meine ich, haben Sie nie überprüfen lassen? Ich hoffe, da ist kein alter Indianerfriedhof oder sowas. Sie sind wirklich witzig, Stan. Sollen wir die Klappe aufmachen? Wir haben ja nun einen starken männlichen Begleiter an unserer Seite. Wie bitte? Och, ich sagte nichts. Ich nehme nur mal den Besen hier als starke männliche Waffe. Dann öffnen Sie die Klappe, Stan. Ich? Na gut. Oh, diese Riegel sind aber ganz schön verrostet. So, jetzt die Klappe. Oh, was für eine abgestandene Luft. Oh, alles dunkel, wie in einer Grabkammer. Und kein Geräusch mehr. Klettern Sie rein, Stan. Ich habe gar keine Klettersachen an. Aber ich glaube, da ist nichts. Mit dieser Taschenlampe können Sie hineinleuchten. Lehnen Sie sich ruhig nach vorn. Wir halten Sie fest. Oh, na gut. Oh, ganz schön viel Staub. Oh, nanu, da ist ein Erdhaufen. Und ein Loch. Was ist denn da drin? Warum haben Sie geschrien? Verdammt! Diese Klappe geht nicht mehr zu! Nichts hier raus hier! Schnell! Sie müssen irgendwas vor diese Tür stellen! Holen Sie den Tisch von da hinten! Nur jetzt machen Sie doch! Der ist ganz schön schwer. Schwer ist gut. Stellen wir ihn vor die Klinke. Los! Was war denn in dem Geheimraum, um Himmels Willen? Jetzt erzählen Sie endlich! Da war ein Loch im Boden. Und in diesem Loch saß ein Echsenmensch. Was? Er schien sich gerade aus der Erde zu buddeln. Und als ich ihn anleuchtete, hat er mich angefaucht. Oh, diese bösen, funkelnden Augen. Ich dachte, er springt mich gleich an. Schon wieder dieser Irre in dem Kostüm? Oh, was ist das? Die Alarmanlage! Da ist jemand auf das Grundstück eingedrungen. Los, Sarah, lass uns nachsehen. Warten Sie, ich komme mit. Ich bleib doch nicht in diesem Horrorkeller. Hey, seht mal, wer da im Garten ist. Noch ein Echsenmensch? Pussy ist wieder da. Oh, wo hast du denn gesteckt, mein kleines Raubtier? Mama hat sich schon große Sorgen um dich gemacht. Oh Mann. Irgendwer muss sie wieder in den Garten gesetzt haben. Wer denn? King Kong? Sehen Sie mal, Stan, da hing ein Zettel an Pussys Halsband. Schauen Sie, Stan. Es ist wieder ein Schreiben dieses Erpressers. An der Entführung der Katze seht ihr, dass ich mit euch tun kann, was ich will. Bringt das neue Buch nicht heraus, sonst werdet ihr es bereuen. Wer macht denn sowas? Das werden wir gleich wissen. Wie meinen Sie das? Als Pussy entführt wurde, waren die Kameras und der Alarm nicht eingeschaltet. Aber jetzt waren sie es. Ach, das heißt? Die Kameras müssen den Täter erwischt haben. Und solange wir auf die Blaumänner warten, können wir uns die Aufnahmen ansehen. Ich schalte den Fernseher ein. Haben Sie eigentlich die Kellertür abgeschlossen, Safra? Natürlich. Oh, gut, dann müssen wir wenigstens nicht damit rechnen, dass dieses Biest aus dem Loch gleich hinter uns steht. So, das Programm beginnt. Jetzt bin ich aber gespannt. Da, halt an! Klettert da wer über den Zaun? Aha, das ist ein Netz an einem langen Stiel, so ein Hundefängernetz. Und darin zappelt die Katze. Jetzt wird sie auf der Wiese abgesetzt.
Und das Netz verschwindet wieder. Verdammt, man kann keine Person erkennen. Ah, die Polizei. Ich mach auf. Gestatten, Oberwachtmeister Schnauz. Und das ist mein Kollege Egon. Angenehm, die Dame. Füße abtreten, Egon. Ach was, wenn das nicht die eine Hälfte der Detektei Lauchmann und Rubinstein ist. Ich bin hier nur zu Gast. Wir waren im Keller. Erzählen Sie, was Sie gesehen haben, Stan. Da war eine geheime Klappe in einer Besenkammer. Im Keller? Ja, natürlich. Und in der Höhle war ein Erdloch. Welche Höhle denn? Na, die hinter der Klappe. In der Besenkammer? Vielleicht sollten wir auf das eigentliche Problem zu sprechen kommen. In unserem Keller hockt ein Typ mit Echsenmaske. Was für ein Unsinn. Wir sollten endlich in den Keller gehen und sehen, ob er noch da ist. Na bitte, gehen Sie ruhig vor, Herr Oberwaldmeister. Da ist die Besenkammer. Da steht ja ein Tisch vor der Tür. Das war eine Sicherheitsvorkehrung, um zu verhindern, dass der Einbrecher uns verfolgt. So ein Blödsinn. Egon, räumen Sie den Tisch da weg. Ich gebe Ihnen Rückendeckung mit der Dienstwaffe. Zu Befehl. Und jetzt machen Sie diese Tür auf, aber zügig. Es gibt heute Abend Bratkartoffeln. Da ist nichts. Keiner zu sehen? Natürlich nicht. Der Einbrecher sitzt ja auch hinter der Klappe. Richtig. Da ist eine Klappe. Sie steht halb offen. Ich hatte gerade leider keine Zeit, sie ordentlich zu verschließen. Ich läute rein. Was soll das Geschrei, Egon? Der Echsenmann! Guten Abend. Er spricht? Wer sind Sie und was wollen Sie von uns? Keine falsche Bewegung! Ach, nehmen Sie doch bitte die Waffe runter. Ich wollte Sie nicht erschrecken. Ich befinde mich nur gerade in einer etwas misslichen Lage. Diese Stimme kenne ich doch. Könnten Sie mir vielleicht helfen, den Kopf abzunehmen? Warten Sie, ich helfe Ihnen. Das ist ja dieser Lollo. Danke, das war höchste Eisenbahn. Der Echsenmann ist... Rat? Sorry, ich konnte diesem Kostüm einfach nicht widerstehen. Er wollte es unbedingt anprobieren. Eigentlich gehört es meinem Chef. Kowalski? Er hat diesen Tunnel gegraben. Vom Keller des Maklerbüros bis hierher. Ein Einbruchsversuch? Das waren also diese Klopf- und Schabgeräusche. Dann war er der kostümierte Psycho in unserem Garten. Er steckt auch hinter dem ganzen Spuk im Maklerbüro. Er wollte mich vertreiben, um freie Hand zum Graben zu haben. Und weil man nur über den Fahrstuhl in den Keller kommt, hat er behauptet, der Aufzug wäre kaputt. So konnte er in Ruhe seinen Gang buddeln. Na und dann hat er mich niedergeschlagen und gefesselt. Denn gerade als Lollo das Haus wieder verlassen wollte, lief er dem als Echsenmensch verkleideten Kowalski direkt in die Arme. Deshalb schrie er so. Aber dann hat Herr Rubinstein mich befreit und wir haben den Chef selbst verschnürt. So, so. Am besten kommen sie alle drei erstmal mit auf die Wache. Heute Morgen. Aber gleich wird endlich der Papiermüll abgeholt. Da wollen wir die Tonne schnell noch füllen. Hey, du Irrer! Was willst du in meiner Mülltonne rum? Ich? Wer ich? Du trägst ja eine Maske. Ich bin ein Echsenmann und... Sehr witzig. Du wolltest wohl gleich noch bei mir einbrechen, was? Na warte, ich geb dir eins mit der Gartenhake. Da hast du's! Jetzt schmeißt er mir auch noch die Mülltonne um. Was war das denn für ein Typ? Es wird ja immer schlimmer hier in Ruhrstadt. Und alles wegen dieser verdammten Echsenmenschenhysterie.
Das war wirklich eine Glanzleistung, Stan. Mit dieser Aktion haben Sie eine echte Last von unseren Schultern genommen. Und auch Ihnen wollen wir danken, Rod. Tja, wissen Sie, das ist nun mal unser Job. Nicht wahr, Rod? Wo die Polizei nicht bereit ist, Verdächtigungen nachzugehen, da tauchen wir auch schon mal in fremde Mülltonnen ab. Da hast du Glück gehabt, dass diese Lilly tatsächlich so dumm war, die Zeitung, aus denen sie die Drohbriefe gebastelt hat, einfach in den Papiermüll zu werfen. Tja, eine Minute später und der Müllwagen hätte alle Beweisstücke in seinem Bauch gehabt. Das war wirklich großartig, Stan. Aber hätte Lissy auf dem Überwachungsvideo nicht das Netz dieser Hundefängerfirma erkannt, wäre ich nicht auf die Idee gekommen, die Mülltonne dieser Dame zu untersuchen. Die beiden haben nämlich erkannt, Rudd, dass dieses übergroße Netz, mit dem die Pantherkatze in den Garten gesetzt wurde, zu einer Hundefängerfirma gehört, in der sich ihre ehemalige Mitstudentin Lilly Geld verdient, um ihr Studium zu finanzieren. Und diese Kommilitonin war von Anfang an neidisch auf den Erfolg der Schleichs. Tja, die arme Irre glaubt, wir hätten ihr die Ideen zu unserem ersten Buch und zur Ruhrstadtverschwörung gestohlen. Diese Lilly hat also aus Neid auf ihren Erfolg die Erpresserbriefe geschrieben und die Katze entführt. So ist es. Wir hätten schon viel früher darauf kommen können. Aber die Klopfgeräusche und der Echsenmann im Garten haben uns ganz schön verrückt gemacht. Wirklich eine verrückte Geschichte. Ein Gang vom Maklerbüro bis unter unser Haus zu buddeln. Ja, was für ein Freak. Und dann dieses ominöse Beutegold, nach dem er gesucht hat. Nachdem weder Kowalski noch die Polizei eine Spur dieses Schatzes gefunden hat, wird er wohl ins Reich der Mythen gehören. Du glaubst nicht an den Schatz? Aber Kowalskis Exklusivinformation über das Gold ist doch verbrieft durch das Testament seines Großvaters, des alten Kowalski. Und er war sich so sicher, den Schatz hier zu finden, dass er einen Tunnel quer unter dem Block durchgegraben hat. Sogar sein Geschäft hat er mit dem Spuk aufs Spiel gesetzt, den er für seine Angestellten inszeniert hat, um sie zu vergraulen und so mehr Zeit fürs Buddeln zu haben. Also vorstellen kann ich mir schon, dass der Gründer des Maklerbüros nach dem Krieg eine Kiste mit Beutegold gefunden hat, die von einem Lastwagen gefallen ist. Genau. Und dann hat er sie in der geheimen Kellerkammer dieser Villa hier verbuddelt, weil er sie damals verwaltete. Dann wurde er jedoch wegen Steuerbetrügereien verhaftet. Das Haus kam unter den Hammer und er nicht mehr an sein Versteck. Danach ist er ausgewandert und hat die Erinnerungen an den versteckten Schatz in seinem Testament festgehalten. Das klingt doch alles sehr realistisch. Und wer außer Kowalski Junior sollte von dem Schatz erfahren haben? Keiner. Also muss das Gold noch in seinem Versteck liegen. Die Polizei hat doch auch gesucht. Das stimmt. Es haben nach dem Krieg schon so viele Menschen in diesem Haus gewohnt. Da war zum Beispiel dieser verarmte Graf, der das Anwesen Hals über Kopf wieder verkaufte und ins Ausland ging. Vielleicht hat er den Schatz durch Zufall gefunden. Na gut, vielleicht ist der Schatz tatsächlich nicht mehr da. Aber ich glaube, dass er noch nicht lange weg ist. Was meinen Sie? Also, wenn du mich fragst, Rudd, dann gibt es mindestens eine weitere Person in dieser Geschichte, die mit in der Sache drin hängt. Oder genauer gesagt, zwei. So, und welche? Na wer wohl? Lollos Kollege, der von dem ganzen Spuk hier nichts wissen wollte und seine Arbeit dann einfach gekündigt hat, um dann mit einem roten Sportflitzer samt blonder Begleitung durch Ruhrstadt zu brausen. Kennen Sie vielleicht einen Arndt Polanski, Safra? Wieso fragen Sie mich das? Wie deutlich zu sehen ist, sind Sie auch blond, Safra. Und Sie sind doch auch stolze Besitzerin eines Cabrios, nicht wahr? Ja, aber... Aha! Könnte es nicht sein, dass Sie mit Arndt Polanski gemeinsame Sache gemacht haben? Wie bitte? Vielleicht hat er im Maklerbüro den Brief gefunden, den Opa Kowalski seinem Enkel geschrieben hat. Dadurch hat er von dem Schatz erfahren, der im Keller dieses Hauses verbuddelt war. Dann hat er sich daran erinnert, an wen er vor ein paar Monaten die Villa hier verkauft hat. Safra und Lissy Schleich. Er wusste, dass sie zwei alleinstehende junge Frauen sind.
aber... Also ist er zu Ihnen gefahren, vielleicht unter dem Vorwand zu sehen, wie Sie sich inzwischen in diesem Haus eingerichtet haben. Makler machen ja sowas. Dann hat er sich an Sie rangemacht, Safra Schleich. Was? Ja, er ist Ihr Liebhaber geworden und in diesem Haus ein- und ausgegangen. Tagsüber sind Sie mit ihm in Ihrem roten Cabrio durch die Gegend gefahren. Es gibt einen Zeugen dafür. Aber... Nachts hat er bei Ihnen geschlafen. Auf dem extra elastischen Federkernbett im Gästezimmer. Ich habe da nämlich ein Haar gefunden. Das war nicht von mir, sondern weiß. Wie das Haar von Arndt Polanski. Ich habe nämlich recherchiert. Aber er war nicht wirklich an ihn interessiert, Safra. Er wollte hier nur die Nacht verbringen, um im Keller nach dem Schatz zu suchen. Und als er den gefunden hatte, brauchte er sie nicht mehr. Er hat Schluss mit ihnen gemacht. Und deshalb haben sie im Auto mit ihm gestritten. Dafür gibt es auch einen Augenzeugen. Was faseln Sie da für einen Unsinn, Stan? Wie kommen Sie darauf? Nichts davon ist wahr. Ach nein? Und das Haar? Und das rote Cabrio? Das Haar ist von meiner Siamkatze. Die musste ich vor ein paar Wochen einschläfern lassen. So, so. Das ist wahr. Und mein Cabrio ist nicht rot, sondern rosa. Ja, das sind doch nur Kleinigkeiten. Aber das große Ganze stimmt. Nur, dass wir dieses Haus überhaupt nicht beim Maklerbüro Kowalski gekauft haben. Ach, nicht? Wir haben das Haus von unserer Tante geerbt. Das untergräbt jetzt aber meine Theorie. Es war doch alles so logisch. Ich meine, alles weist auf diesen Polanski hin. Du kennst also Polanskis Geheimnis noch gar nicht, Stan? Was denn für ein Geheimnis? Ja, aber du, oder was? Hey, hör auf zu grinsen! Als du gestern nach deiner Mülltonnenaktion den Schlaf der Gerechten geschlafen hast, konnte ich endlich einmal in Ruhe die Abendzeitung lesen. Und jetzt rate mal, was es da für einen interessanten Bericht gab. Nur was denn für einen zum Donnerkuckuck? Ein ehemaliger Angestellter eines bekannten Maklerbüros, nämlich Arndt Polanski, hat vor 3 Wochen ein schönes Sümmchen in der Lotterie gewonnen. Wenn ich mich nicht irre, war das der Zeitpunkt, als der Spuk im Maklerbüro begann. Der hat im Lotto gewonnen? Wieso gewinne ich nie was? Mit dem Geld hat er sich jetzt einen Lebenstraum erfüllt und in bester Lage in Ruhestadt ein eigenes Autohaus eröffnet. Für Sportfahrzeuge. Das ist ja ein Ding. Mehr noch. Er hat in der Zeitung sogar zugegeben, dass er sich in der letzten Woche an seiner alten Arbeitsstelle erlaubt hat, einen Spuk zu inszenieren. Die Toilettenstimme zum Beispiel. Das war ein einziger großer Scherz. Aber ich denke, dieser Kowalski hat den Spuk inszeniert. Der ist nur auf den fahrenden Zug aufgesprungen. Er wollte ja freie Hand für seine Grabungsarbeiten haben. So hat er dann durch seine eigenen Spukereien versucht, Lollo auch noch zu vertreiben. Aber das ist ja alles ganz anders, als ich gedacht hatte. Oh, konntest du mir das nicht früher sagen, Rudd? Ich glaube, du musst dich bei unseren Gastgeberinnen entschuldigen, Sherlock. Oh, das hast du mit Absicht gemacht. Tut mir leid. Och Mann, aus der Geschichte kannst du einen neuen Groschenroman machen, Rudd. Vielleicht wird das ja dann auch mal ein Bestseller. Was denn? Sie schreiben auch, Rudd? Och, so ein bisschen. Was schreiben Sie denn? Mein letzter Roman hieß Schweigen im Erdbeerfeld. Was? Sie veräppeln uns, oder? Das hieße ja, Sie wären Radokus von Trost. Naja, das ist mein Künstlername. Sie kennen meinen Roman? Ach, meine Schwester und ich kennen alle Ihre Werke. Wir haben Sie nur so verschlungen. Sie sind unser großes Vorbild, Meister Radokus. Hä? Ach, wirklich? Wir haben immer gehofft, Sie einmal persönlich zu treffen. Aber Sie kamen ja nie zu den Autorenfeiern. Welche Ehre, Sie hier zu haben. Haben Sie von unserem kleinen Doku-Roman gehört? Ich hörte davon. Ja, ich kam leider noch nicht dazu, ihn zu lesen. Oh Mann. Können Sie ein Foto von uns machen, Stan? Aber schneid nicht wieder die Köpfe ab, Stan. Das wird mir schwerfallen. Meister Radokus, könnten Sie uns vielleicht etwas über Ihren nächsten Roman verraten? Na gut, also der Roman heißt Ali Baba und die Pfirsichräuber. Nein! Ja? Ja, und es geht um Ali Baba, der in seinem Garten eine Höhle findet. Ich gehe dann schon mal nach Hause, ja? Ich muss mich dringend übergeben. No!
noch ein Sex on the Beach. Ach, ist das herrlich hier. Das hast du dir verdient, Lollo. Du wirst nie wieder arbeiten müssen. Und ins kalte, verregnete Deutschland brauchst du auch nicht mehr zurückzukehren. Dieser tölpelhafte Rod wollte unbedingt das Kostüm des Echsenmenschen anziehen. Dabei hat er überhaupt nicht gemerkt, wie ich die kleine Kiste ausgebuddelt und unter meinem Pullover versteckt habe. Ja, der alte Kowalski atmet jetzt gesiebte Luft und ich lasse mir für den Rest meines Lebens die karibische Sonne auf den Bauch scheinen. Manchmal siegt eben doch die Gerechtigkeit.